Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Forever Stranded. Ja, ich bin mal, ja, einfach mal aus der Kapsel ausgestiegen. Und ja, also mit der Shift-Taste kann man da schön aussteigen. Wusste ich vorher nicht. Ist auch, ja, wie sagt man, lustig. Beziehungsweise, man sollte aufpassen, weil ja, man fällt im Weltraum sehr langsam, im Gegensatz zu den anderen Planeten. Und ja, ich habe mir in der Zwischenzeit, ich weiß, das ist jetzt nur normales Quarz und nicht geschisselt, ich habe mir die Freiheit genommen und habe mir das Launchpad, wobei wir brauchen das eigentlich gar nicht. Brauchen das gar nicht hier, das steht ja sowieso immer da. Dann machen wir das anders. Und zwar, wenn den Raum brauchen wir trotzdem, aber wir machen das etwas anders. Wir haben eine 3, 6, 7, 8. Wunderbar. Würde ich sagen, machen wir das hier. Dass wir da eine. Ich habe gar nichts dabei. Richtig schön unvorbereitet. Tja. Nee, ohne Witz, ich bin da wirklich nicht vorbereitet. Ich wollte nämlich heute mit euch den. Ja gut, die Position können wir schon mal festlegen. So, Shift-Rechtsklick. Den Warpcore machen. So, der braucht. Braucht ein 3x3-Feld. Ja. Das würde bedeuten, der wäre hier unten drunter. Allerdings. Zack, 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 zack. Ja, und drei hoch, dann Kiste, dann Hopper. Hopper, ich habe 1, 2, 3, 4. Jo, okay, auf die Höhe muss er ungefähr. Dann brauchen wir Titanium-Blöcke. Ein Input-Hatch. Machine-Structure. So, Blöcke. Titanium-Blöcke. Block of Gold. Okay. Dann haben wir hier wieder Block of Gold. Machine-Structure. Okay. Input-Hatch. Titanium. Für die Titanium-Blöcke. Ja gut, das ist ja tatsächlich gar nicht mal so viel, was der braucht. So, und den möchte ich gerne hier hinsetzen. Ich hoffe, das funktioniert. Oh. Dass das funktioniert. Input Hatch. Dann hängt der einen zu hoch. Nee, sitzt da nicht genau richtig. So. Aber muss man da dran? Ja, ne? Okay, dann machen wir das anders. Wir setzen ihn in den rückwärtigen Teil. So, zack, 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 zack. Dann wird das hier unsere Landeplattform. Und dann kommt er dahin. So. Dann brauchen wir auch Titanium-Blöcke. Dann gehen wir das Zeug mal holen. Und ja. Natürlich könnte ich jetzt. Wisst ihr was? Ich mache einen Cut. Bis gleich. So, und da wären wir auch schon auf der Erde.
Zack, so alles weg. Wir brauchen Titaniumblöcke. Das ist viel. 6, 7, 8. Nochmal nachgucken. Hier brauchen wir noch Machine Stock, aber hier brauchen wir auch wieder Titanium-Block. Uiuiui, das ist eine Menge, die er da braucht. So, Mitte, Posten. Hier erwischt mich keiner, dann haben wir hier. So, zack. Das holen wir noch, das holen wir noch. Hat noch gesagt, hier erwischt mich keiner und da kommt. Besser als ein Creeper. Jetzt haben wir noch 9. Das reicht doch nicht. Also, was machen wir? Ehrlich, wofür brauche ich die? Brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, Torch auch nicht so viele. Megatorch. Ja, zum Braunen kommen. Alter, 200 werden zu einem Dirt. Ah, gut. Also ich weiß, dass euch das jetzt gleich sehr wehtun wird. Aber zack, 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 zack. Ich brauche sie nicht mehr. Glowstone, ja, brauche ich auch nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So. So, und dann haben wir hier wieder, dann holen wir hier, was holen wir hier raus? Wir holen hier das Kobalt, das Ardite. Haben wir hier auch nichts mehr. Ja, Moment. So, ja. Da machen wir auch wieder rein. Machen wir rein, machen wir rein. Genau, die wollte ich doch mit Mitte und außen posten. Zack, dann geben wir denen mal was zu essen. Na, gucken wir rein. Ja, geht eigentlich. Oh, der ist auch wieder voll. So, jetzt sollte über 17. Dann warten wir vielleicht noch mal ganz kurz. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da schmelzen gerade die letzten Titanbarren. So, zack. 16 Stück. So, ja. Ich Gold, zwei Blöcke, was war das andere jetzt noch, so diese Maschinen Structure haben wir, gucken wir nochmal nach, Warp Core, Titanium, Machine Structure, Titanium Input Hedge und ein Warp Core, schön. Input. Input Hedge haben wir.
Und dann den Warcore. Schauen wir mal. Wie bitte? Nee. Wie cool. Jo, dann holen wir uns den doch. Also holen wir uns aber noch den Schlüssel mit. Und können das Quarzschlüssel. Und dann gehen wir mal schön wieder auf die Space Station und hoffen, dass wir jetzt alles haben. Also es ist jetzt nicht wirklich. Was? Okay. Machen wir dann. Kapselbeschwörung. Drei, zwei, eins. Hallo? Okay, haben wir denn da No Destination? So, No Destination selected. Select Destination. Junge, ich habe keine Rakete hier unten. Lass mich doch bitte da hoch. Warum? Jetzt. Shit. Hier ich mal was. Weiß. Arg. So. Zack. Zack. Ja, ich weiß. Select Destination. Dimension 2. Wow. Also, sollten wir noch einschalten. Okay. Also ich habe letzte Folge schon erwähnt, dass es jetzt auf das Ende zugeht, aber ich habe da. Ach shit, was ist denn da los? Warum funktioniert das nicht? Kann man zu schwer beladen sein? Nee, der hebt einfach nicht ab. Das ist auch lustig. Vielleicht hebt er jetzt ab. Und der Blutmond kommt. Ja, wunderbar. Ja, gut, dass ich das Launchpad hier habe. Zack, 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 zack. Dann haben wir hier den Warp-Controller. Fueling Station, Rocket Assembly. Jo, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, und da sind wir wieder. Also, ich habe rausgefunden, was es war. Und ich weiß nicht warum, aber es war die Stromversorgung. Ich habe keine Ahnung, wieso hier die Stromversorgung bei dem. Nee, so, nicht so. Hier, zack. Das Computer. Und mit dem mal raus. Den müssen wir uns vielleicht mal klonen. Ich weiß nicht, warum er so Probleme mit dem Strom hatte. Aber er hat sie. So, wir wollten. Was wollten wir eigentlich machen? Wir wollten. Ach, genau. Wir wollten ursprünglich den Warp-Core machen. Genau. Falls ihr euch wundert, da ist schon wieder ein Tag Aufnahmepause dazwischen. Weil es. Ja. Ich habe es einfach nicht rausgekriegt und. Ja. Die ganze Zeit aufnehmen wollte ich nicht und da. Jo, ich sag mal, noch andere Sachen angestanden haben, außer der Aufnahmesession.
musste ich dann leider aufhören. Aber wir machen die Folge jetzt auf jeden Fall noch fertig. Und dann müssen wir mal wieder ins Questbuch reinschauen. So, zack, zack. Nee, macht er nicht. Ist nicht mehr angewählt. Na gut, das ist, wenn man das Spiel halt beendet. So, wir müssen mal wieder ins Questbuch. Oh, nee, macht das so nicht. Ja, gucken wir einfach, wie es weitergeht. Oder wollen wir es mal hier gucken? Wenn wir mal hier hinklicken. Ha! Wunderbar, passt doch. Gehen wir mal hoch. Machine Structure. Zack, zack. Zack, zack. Hier wieder Titanium, Titanium, Titanium. Und zack. Und was war es noch? Eine Input-Hatch. Genau. Input-Hatch. Hier den Goldblock. Und wo ist er? Warp-Controller. Zack. Ja. Ja, Proxima Centauri. Den kennt man aus diversen, ja, wie soll ich sagen, aus diversen Science-Fiction-Serien. Proxima Centauri hört sich immer gut an. Und ich glaube, der ist auch wirklich irgendwo in einem normalen Sternsystem. Ich kenne mich damit nicht aus. Epsilon, Proxima Centauri. Sol, Wolf 12. Ah, und da kann man. Ah, okay. Rauszoomen kann ich irgendwie nicht. Ah, das ist Sol 26. So, und wenn ich dann. Dann gehe ich da mal wieder raus. Aber wieso. Wieso bist du so hässlich? Also. Ich sag mal so, alle anderen Maschinen haben sich wenigstens noch verändert. Ja, gut. Dann Warp Selection. Gehen wir einfach mal. Nowhere to go. Select Planet. Gehen wir auch einfach mal. Sol 24. Select. Not ready. Ja, aber wieso? Wo ist das Problem? Ach, dann muss ich mich wohl zwischen den Aufnahmen mal wieder Store to Chip, Store to Buffer, Data, Warp Selection. Okay, Fuel hätten wir. Also, das wird schon angezeigt, wie viel wir da brauchen, aber der Kern ist noch nicht fertig. Gut. Ja, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ach, wir haben noch so viel Titan übrig. Ja. Ja. Okay. Und zack, zack, wieder da rein. Ja, jetzt ist natürlich auch aufgefallen, dass ich nicht gestorben bin. Ja. Space Station. Den Energy-Chip, den braucht man übrigens, falls man mit einer Rakete wieder hier hochfliegen will. So, jetzt gucken wir einfach mal. Na, jetzt möchte ich was anderes schauen. So, 100.000 ist drin, alles klar. Das heißt, er müsste jetzt losgehen und sobald er abhebt, ist auch die Folge vorbei. Ja, spannend. 2, 1, 0 und ja, hebt ab. So, und damit sehen wir uns in der nächsten Folge Let's Play Minecraft Forever Stranded. Tschüss.